Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Remothered 1. Wir müssen... Ja, was haben wir gemacht? Wir sind in das Feltenanwesen eingebrochen. Ja, einfach mal alles mitnehmen. So, warte mal, wir haben Taschenlampe, wir können uns hinhocken. Schneekugel. Okay, die können wir werfen. Was ist das? Ein Glas, das können wir auch werfen. Okay. Und wir müssen... Finde die Quelle der Melodie. Treffe Mrs. Felden. Untersuche das Verschwinden von Celeste. Okay. Oh, Verteidigung. Dank der Verteidigungsgegenstände kannst du den Gegner schlagen, wenn er sich... Wenn er dich erreicht hat. Wenn dein Feind dich töten will, kannst du einen Verteidigungsgegenstand verwenden, indem du den Anweisungen am Bildschirm folgst. Du kannst immer nur einen bei dir tragen und dieser verteidigt dich auch nur einmal. Solltest du keinen Verteidigungsgegenstand bei dir tragen, wirst du dem tödlichen Griff deines Gegners nicht entkommen. Okay, das hört sich relativ blöd an. Will ich nicht. Will ich das? Achso, das ist ein... Ich sollte das Licht besser nicht ausschalten. Ja, da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Ein bisschen auflockern. Die Atmosphäre ist doch schon sehr bedrohlich. Und überall diese Teppiche, Alter. Ja, um alles grüßen. Noch ein Messer, ne? Oder? Hä? Achso, kann ich die... Achso, ich habe gar kein Menü. Okay. Oh Gott, ich will nicht. Was ist das da? Nehmen wir doch schön mit. Lalalala. Das machen wir mal lieber wieder zu. Was ist denn da oben? Oh, Kacke. Okay. Oh, Leute, Leute, Leute. Eigentlich hasse ich solche Spiele ja. Wir sind fast komplett wehrlos und... Was zur Hölle? Okay. Okay, okay. Wer hat denn in seinen Subladen... In seinen Subladen immer nur so... Was? Türen. Tür öffnen. Es könnte jemand hinter der Tür auf dich warten, bevor du hindurchgehst. Hast du die Möglichkeit, durch den Türschlitz zu spähen. Begebe dich in den Duckmodus und drücke Tür öffnen. L2 Türe halten. Wenn du entdeckt wurdest... Und was bringt mir das? Der weiß doch, dass wir dahinter sind. Die Tür ist mit... Weiß. Okay. Die Haushälterin hat nicht gelogen. Sie hört immer nur das Lied. Ach da. Ach, wir haben schon drei, ne? Das haben wir jetzt zwei Schneekugeln und eine Tasse. Ach ja. Okay, es gibt anscheinend nur... Okay, in Schränke können wir auch. Und sie fängt direkt an zu atmen. Alter.
Ach nee, okay. Entschuldigung, hab grad kurz aufs Handy geguckt. So, hier haben wir sonst nichts. Das ist eine Schere. Ja. Was ist, wenn wir das gedrückt halten? Auch nicht, okay. Ist auch nur was zum Werfen. Eine Waffe. Das auch nur. Keine Briefe. Hä? Achso. Das kommt von hier, ne? Oder? Wer sind die? Vielleicht entfernt Verwandte von Dr. Felton? Vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur Kunst. Oder gehörte dem Vorbesitzer. Hallo? Hä? Okay, da fehlt uns ein Puzzleteil. Und lass mich raten. Zu. Sieht so aus, als wäre die Tür von der anderen Seite verschlossen. Okay. Aber dann müssten wir ja. Wir können doch bestimmte Rennen. Wir werden doch noch nicht gejagt, oder? Oder werden wir schon. Läuft er hier schon rum? Also das weiß ich. Also der läuft hier auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder rum. Der nette Doktor. So, und das ist nämlich so ein Ding, das lockt ihn an, also damit können wir ihn ablenken. Genau, Tür. Ha. Also die Musik ist auf jeden Fall sehr laut. Weißt du, wenn ich irgendwo einbrechen würde und nicht will, dass man mich hört, würde ich mir diese Schuhe ausziehen. Ganz ehrlich. Schraubendreher. Das Leiter. Upgrades. Ja, einen Verteidigungsgegenstand zu verbessern. Du kannst diesen nur einmal verbessern. Es gibt zwei Typen des Upgrades. Schaden der Gegner länger außer Gefecht setzen, anwendbar mit Säurefässern. Haltbarkeit. Der Verwendungsgegenstand kann zweimal verwendet werden, anwendbar mit der Drahtspule. Achso. Kann ich hier immer wieder hingehen? Ich kann hier mal. Ah, okay, das ist nicht schlecht. Nö. Alter, da hat sich aber wer beim Rasieren geschnitten, oder? Schon. Die Tür ist mit einem Sack. Ja, und das kann ich nicht. Ah! Ach so, um zu nehmen. Halten, um zu nehmen sei. Okay. Ha. Was ist das da unten? Ach so, ach, das belegt jetzt auch einen Slot. So, die erste Folge war jetzt ein bisschen länger. So, von da kommen wir, ne? Ja. Aber ich werde die nächsten Folgen jetzt im Durchschnitt immer so 20 bis. Sieht so aus, als wäre er auf einer stecken geblieben, okay. Die nächsten Folgen immer so 20 bis 30 Minuten irgendwie so dazwischen machen. Da können wir uns verstecken. Die Musik wird immer lauter. Kerzenhalter. Ich habe schon so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Das ist, es wird wieder lauter. Alter, es geht noch ein höher.
Was ist hier denn los? Schere. Gut, wir haben jetzt schon einen Gegenstand zum Stechen und Schlitzen. Ein hochmoderner Plasma-Bildschirm. Bildschirm. Der Schirm. Was ist das? Tut mir leid, ich gucke mich jetzt hier lieber noch mal ein bisschen um. Nein. Da, so. Bevor hier nachher die Hölle losbricht und ich die ganze Zeit nur noch im Schrank stehe. So wird dieses Let's Play ungefähr ablaufen. Ich sitze nur noch in Schränken und unter Sofas. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Es wird sehr spannend. Okay, also anscheinend gibt es hier nichts mehr zu lesen oder desgleichen. Okay, er hat sehr viele große Bilder. Er hat natürlich auch den Platz, was zur Hölle. Okay, sieht aus wie eine Veranda oder ein Balkon oder so. Oder soll ich erst unten weitergehen? Okay. Oh, Junge, diese Auflösung. Oh, Alter, wie ist erschrocken. Drei Verwendungen übrig. Ach so, geht nicht, weil ich schon mit dem mit diesem Kanister da aufgegradet, genau. Oh, sogar synchron. Es ist der Wahnsinn. Ich bin entzückt. Auf welcher Etage? Ach, der steckt bestimmt. Ne, da oben war kein Fahrstuhl, ne? Ach ja. Ich habe irgendwie nicht so richtig Bock jetzt dahin zu gehen. Es wird irgendwas Schlimmes passieren. Irgendwas Schlimmes wird passieren. Ey, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut, weil die ist doch schon recht penetrant, würde ich sagen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da kann ich mich verstecken, das merke ich mir. Boah, es wird immer lauter. Huch. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Hoffe ich jetzt echt. Wenn doch, dann tut es mir leid. Ich werde mir das nach der Aufnahme einmal angucken. Und dann... Was ist das? Kein Brief, keine Post. Oh. Guck mal, hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir doch letzte Folge am Anfang. Das ist doch sein Büro. Dia-Projektor? Ne, ist so ein Filmding, ne? L2 und das Papier zu lesen. Untersuchen. Vielleicht kann ich Projekte anschalten, wenn ich eine Batterie und einen Film finde.
Okay. Dr. Felton, ich glaube nicht, dass ich die Kraft oder den Mut habe, so weiterzumachen wie bisher. Die Therapie führt sie zu nichts. Und was heute passiert ist, ist etwas sehr Ernstes. Ich kann nicht runterscrollen. Okay. Ich bin den Film losgeworden. Wenn Sie Ihre Hypnosesitzung nochmals ansehen sollten, kann das Ihrer geistlichen Verfassung schaden. Und ich wünschte mir, er wäre nicht in die falschen Hände gefallen. Versuchen Sie nicht, ihn zurückzubekommen. Ich habe ihn in den Ofen geworfen. Ich habe auch die Batterie der Pendeluhr ausgetauscht. Wir brauchen den... Entschuldigung. Wir brauchen den Projektor. Scheiße, das ist Italienisch, ne? Das kann ich ja noch nicht mal übersetzen. Huch. Ne, geht nicht. Okay. Gott sei Dank, er ist nicht da. Was ist das? Ah, okay. Ja, das ist doch gut. Das können wir schon mal vorbereitet lassen. Und hier waren wir ja vorhin schon. Da sind jetzt wahrscheinlich auch nur noch Verteidigungsgegenstände. Okay, warte mal. Soll ich mir das vielleicht aufschreiben? Batterie im Ofen? Nein, Film im Ofen und Batterie im Pendeluhr. Ich würde aber sagen, dass diese Folge jetzt heute erst einmal kürzer wird, also keine 30 Minuten. Herzrasen. Das ist doch jetzt... Das muss doch von hier kommen. Das ist die einzige Stelle, wo wir hin können, ne? Und ich würde auch gerne mal... Mrs. Felton. This goodbye will be the chance to reach my land for me and then a whole new world. Please, Mrs. Felton. Alter, ernsthaft? Alter, du hast doch gesehen, dass er im Bad ist. Oh, Junge. Mädchen. Ekelhaft, ey. Oh, Junge. Oh, Gott. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer? Alter, hat er sie gerade abgeleckt? Warum hat er sie Jennifer genannt? Die wichtigere Frage: Was hat er da an? Hat er einfach eine Sichel und eine Schürze? Ist er gerade rausgegangen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Verfolger. In diesem Areal befindet sich ein Verfolger. Du kannst dich entscheiden, ob du an ihm vorbeischleichen, ihn angreifen oder dich ihm zeigen willst. Ducken. Denk daran, keinen Lärm zu machen, sonst wird dein Gegner dich finden. Vermeide es zu rennen oder nutze die Duckentaste, um dich leise zu bewegen. Täuschen, wenn dir dein Verfolger zu nahe kommt. Verfolger zu nahe kommt. Alter. Da. Drücke die Duckentaste, um seiner Attacke zu entgehen. Okay, was haben wir da? Da haben wir noch ein Bild. Achso, das ist das. Mr. und Mrs. Felton in ihren glücklichsten Tagen. Beide lächeln und wirken fröhlich. Aber Richards blasse Augen beunruhigen mich. Ja. Er hat immer noch ziemlich blasse Augen. Ja, das bringt mir nichts. Ich wollte einmal noch hier. Oh, guck mal, hier sind auch noch ganz viele Schränke. Aber ich hasse es, wenn man nicht. No. Was ist das? Das ist ein kleiner Speiselift, der mit einer. Und bla bla. Okay. Gut zu wissen, das werden wir. Speicherpunkt. Leben wiederherzustellen. Okay, mein Leben ist noch wiederhergestellt. So, warte. Ja, geh rein. Wollen wir hier noch mal kurz gucken? Jetzt hier irgendwo? Ich finde das nicht gut. I can't take anymore. Ja. Ist noch gar nichts passiert. Warte mal noch eine halbe Stunde ab. Okay, das Gewitter und das Wetter, das stört ein bisschen. Dadurch höre ich ihn halt nicht so gut, ne? Ah. Wichtige Gegenstände werden benötigt, um eine Story voranzukommen. Fehlende Gegenstände, Inventar öffnen. Fehlende Gegenstände. Bis ich vor das Objekt mit dem fehlenden Schlüsselsymbol öffne. Hammer, ich habe ein Inventar. Stricknadel, Verteidigungsgegenstand, okay. Hier ist sonst nichts mehr. Im Tankablauf? Was? Der Stoff sieht aus wie ein Uhrenschlüssel. Ein U, okay. Warte mal, kann ich? Ich habe doch jetzt einen Seil. Kann ich die Tür zubinden? Nö, ne? Okay. Das war jetzt anscheinend alles. Warte mal, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ob er hier hinkommt. Egal, wo er im Haus ist. Gut, es kann ja sein, dass die Uhr einfach so klingt. Nicht wirklich, ne? Was sind denn die Aufgaben? Versuche aus dem Haus zu fliehen, untersuche das Blabla, versuche das feststeckende Objekt aus dem Abfluss zu entfernen, finde den verlorenen Film über die Hypnosesitzung. Okay. Der kommt da richtig angerannt.
This house is not open to the public. Weiß er, dass wir hier sind? Eigentlich nicht. Okay. Oh Gott. McDonald had a farm. Okay. E-I-E-I-O. Also wenn er uns irgendwo drin vermutet, dann steht er einfach nur davor und guckt ein bisschen genauer. Alles klar. So. Liebe Leute, ich würde sagen, bevor es jetzt so richtig losgeht, mache ich hier nochmal einen kleinen Cut. Ich würde vielleicht auch nochmal eben speichern. Wenn er gleich abhaut. Ja, nimm du mal deine Pillen. Ja, ist er jetzt. Er ist nicht mehr in diesem Raum, oder? Es ist echt widerlich, ne? Wo ist er denn jetzt? Okay, gut. Wie gesagt, ich gehe jetzt kurz speichern. So, klick, klick. Oh, okay, gespeichert. Ich erinnere mich. So, dann verstecke ich mich hier. Ich habe die gleiche Form wie dieser Sesselstuhl-Ding. Sieht aus wie der Stuhl in jedem Schlafzimmer, wo die ganzen Klamotten drüber hängen. Gut, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch die nächsten Folgen auch an. Es wird auf jeden Fall noch spannender und beklemmender. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.